Hey Leute, The Witcher hat gleich mit dem Start der ersten Staffel alle Netflix-Fans im Sturm erobert. Er schaffte es damit sogar auf Platz 1 und damit war klar, es musste so schnell wie möglich eine Fortsetzung her. Aber wie würde eine zweite Staffel aussehen und was könnte da passieren? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Für mehr solcher Videos vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Also, bevor ich jetzt was dazu sage, muss ich erst auf die erste Staffel und auf die Bücher eingehen. Also Achtung, Spoiler-Alarm. Du bist hiermit gewarnt worden. Wir lernten in Staffel 1 alle wichtigen Charaktere kennen und wie sie zueinander stehen. Geralt reist quer durchs Land, um Monster für die Menschen zu töten. Er trifft auf eine Prinzessin namens Pavetta. Geralt hilft ihr, ihren Gatten von einem Fluch zu befreien und nutzt die Gelegenheit, ihm auch gleich zu erzählen, dass es etwas gibt, was er besitzen würde, aber von dem er keine Ahnung hat, dass es existiert. Später stellt sich raus, dass er damit gemeint hat, dass er eine Tochter hat, namens Ciri. Ciris Eltern sterben allerdings leider auch kurz darauf und schließlich am Ende treffen sie aufeinander, also Geralt und Ciri. Geralt verliebt sich auch noch in Staffel 1 in eine Tuss namens Yennefer. Eigentlich nicht so sexy, da er als Hexer ja keine Gefühle zulassen darf. Sie zeigte ihre wahre Macht auch erst wirklich bei dem Angriff von Nilfgaard. Seitdem hat man in Staffel 1 zumindest nichts mehr von ihr gesehen. Wo ist sie und was macht sie nun? Leider wissen wir nicht allzu viel darüber, das soll allerdings in Staffel 2 geklärt werden. Was wir wissen über Staffel 2 ist es, dass es 2021 erscheinen wird und wahrscheinlich wieder 8 Episoden haben wird. Die Schauspieler haben auch schon eine Kleinigkeit verraten, und zwar, dass jetzt mehr nach und nach die Geschichte der Bücher behandelt wird. Und dass die drei Hauptcharaktere mehr miteinander zu tun haben werden. Die Regisseurin meinte, sie könne sogar ganze 7 Staffeln aus Bücherreihe produzieren, denn es gibt einiges zu erzählen. Wenn wir einfach mal die Vorlage nutzen und damit in die Zukunft schauen, sollte es ungefähr in Staffel 2 so ablaufen. Ciri wird von Geralt mitgenommen in die Festung der Hexer. Dort wird sie ausgebildet und zu einer richtigen Kämpferin gemacht. Allerdings verlässt sie die Festung nach einiger Zeit, um mehr von den Zauberern zu lernen. Das würde dann die Brücke zwischen den drei, Yennefer, Geralt und Ciri, erklären. Auf jeden Fall ist eins klar. Wir werden mehr von der kleinen Ciri in Staffel 2 sehen. Vor allem wird dann auch die Schurkenseite etwas interessanter. Denn 2 kennen wir bereits. Vilgefortz, der Verräter von den Hexern. Und der dunkle Ritter, der versucht, Ciri zu schnappen. Staffel 2 wird wahrscheinlich dann den dritten Feind mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, ein geeigneter Kandidat dafür wäre... Apropos, darf ich euch aufmerksam machen auf unsere Social-Media-Kanäle? Denn immer wenn es etwas Neues über Filme, Serien und Games gibt, erfahrt ihr es auf diesen Social-Media-Kanälen als erstes. Rianz. Rianz ist ein grausamer Zauberer, der versucht, an Ciri ranzukommen und dafür sogar Unschuldige quält und foltert. Er wird von Yennefer allerdings schwer im Gesicht verletzt, weshalb er krasse Namen im Gesicht trägt. Es gibt noch die Skelettritter, die mit ins Spiel kommen, aber ich glaube, die werden vielmehr dann in Staffel 2 nur angeteasert als wirkliche Feinde. Ich glaube, die werden dann wahrscheinlich mehr so in Staffel 3 oder so gezeigt. Vilgefortz und Rianz sollten die Geschichte dann erstmal weiter vorantreiben können, ohne dass es zu überladen ist. Und mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bin sehr gespannt darauf, was dann nächstes Jahr genau auf uns zukommen wird. Trailer werden ja dann schon Näheres zeigen. Und jetzt bist du dran. Schreib uns doch in die Kommentare, wie du glaubst, wie eine zweite Staffel aussehen könnte. Vor allen Dingen, was wünschst du dir denn von der zweiten Staffel? Das würde uns sehr interessieren. Schreib uns das in die Kommentare. Ansonsten war es das bis jetzt mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.